Ja, und damit willkommen zurück, Forza Horizon 4. Heute ist ja ein schöner Sonntag, ne? Schöner Sonntag zum Fahren. Weiß bis noch nicht so recht, was wir eigentlich heute machen. Wo wir mal hinfahren könnten. Mal sehen, ob wir jetzt mal so ein Special Event nochmal kriegen. Dann haben wir schon drei und dann können wir ja mal eine Folge Special Events raushauen. Die machen wir dann am Stück durch. Ja, Wochenende bald rum, ne? So, hier haben wir wieder unseren Audi. Willkommen zurück, Rookie. So, hier müssen wir wieder... Radio aus. Weil da habe ich schon wieder ein paar Problemchen gekriegt. Ja, Radio an, Radio aus. Mal geht's nicht. Wir lassen es einfach mal aus. Oh, was haben wir denn hier? Beschleunigungsrennen. Können wir eigentlich mal direkt mitmachen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich wende. In 100 Metern rechts abbiegen. Metern links abbiegen. Links abbiegen. Oh. Ja, hat ein bisschen gehangen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Dann sind wir schon gleich da. Davon ist es irgendwo. In 400 Metern links abbiegen. Abbiegen. Ja, hier sind die Startampeln. Und dann heizen wir mal hier die Viertelmeile. Du hast dein Ziel erreicht. So, mal los. Nehmen wir nur die Quattro. Ja, ist mal wieder was Neues. Beschleunigungsrennen. Haben wir ja noch nicht gehabt. Oh, Ford Crosswolf. Ford Escort. Was haben wir noch? Subaru, relativ alten. Das war's schon. Da gibt's wahrscheinlich nicht viel Geld, wa? Super. Hat sich ja voll gelohnt. Na gut. Dann schauen wir mal, was haben wir hier? Querfeld ein. Das können wir, glaube ich, mit dem nicht machen. Die haben wir alle schon gemacht.
Das Haus kostet 200.000. Könnte man eigentlich mal kaufen. Was haben wir hier? Saisonmeisterschaft. Rennen abgeschlossen. Wieso ist das abgeschlossen? Haben wir da noch gar nicht gemacht. Querfeld ein. Das ist Dirt-Serie. Da könnte man eigentlich mitfahren, Dirt-Serie. Was haben wir hier drüben? Straßenserie. Das nehmen wir. Das fahren wir mal mit. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Sechs Kilometer bis dahin. Oh, es sollte schnell gehen. Lässt sich auch gut einbremsen. Das Schild ist wahrscheinlich hier unten. Schilderjagd können wir auch mal noch machen. Können wir auch mal eine spezielle Folge machen. Die wo wir so jetzt direkt treffen, könnte man ja mitnehmen, aber. Hallo Rookie. Schön, dass du dir deine erste Saisonmeisterschaft ansehen willst. Wir haben die Sache mit ein paar neuen Herausforderungen ein wenig aufgemischt. So leicht wollen wir es dir ja nicht machen, oder? Durchschnittlich den dritten Platz. Sehr erfahren und Experte ersten Platz. Oh. Ob Sonne oder Regen, das Frühlingssaisonrennen wird super. Vertrau mir. Ach, da müssen wir noch ein Auto holen jetzt. Ein Z8. 007. Nee, das Geld sparen wir. Schade. Dachte, da kann man so mitfahren. Wir haben ja Straßenflitzer, aber anscheinend nicht. Was haben wir hier? Dann machen wir das da. Das ist gleich ums Eck. Die erste Ausfahrt nehmen. Ja.
hast dein Ziel erreicht. Ah, das kann man, glaube ich, ja. Kann mitfahren. Super. So, dann mal los. Ready to rumble. Das ist immer übel, wenn die einen ausbremsen. Boah, fährt mit Absicht rüber. So, 2 von 3, okay, eine haben wir noch. So, ab ins Ziel.
Ja. Sehr gut. Dann machen wir das da oben gleich. Mal wieder so ein Strauß drin. Es kursiert noch ein Gerücht über ein verlassenes Auto. Aber ich stecke bis zum Hals in der Orga der Frühjahrssaison. Könntest du vielleicht für mich nachsehen? Mal, wir haben doch hier so Vorteilspunkte. Kann man die nicht in das Auto reinstopfen? Da. Also, was haben wir hier? Meisterwerk halte sofort 5000. Okay, ja, das nochmal. Überholenfähigkeit. Erhöht sich doppelt so schnell. Kann man auch machen. Ist zum Angeben, wie gemacht ist, alte Sofortfähigkeiten Einfluss. Bei Kollision abgebrochen, das ist auch gut. Das haben wir absolute Geschwindigkeitsfähigkeiten werden erhöht. Dein Auto-Durchsprung mit 20% erhöhte Fähigkeiten. 10% Punktzahl überholen. Fähigkeit deines Autos werden. Aha. Machen wir die Combo noch. Was haben wir hier? Seitenstreifer. Drift- und E-Drift-Fähigkeit, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das hätte man vorher wissen müssen, ne? Machen wir jetzt die Seitenstreifer noch. So. Dann haben wir hier oben. Die Leute lieben dein Auto, erhalte dauerhaft Erhöhung, Einfluss, da, da, da. Dann haben wir Punktzahl, haben wir auch nochmal 30. Das ist, ja. Also der Audi lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Rechts abbiegen. Oh. Sag mal, wo leidet der uns hin? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, Auto auszubauen und dann noch die Fähigkeiten drauf zu babbeln. Hallo, guck mal, wir haben jetzt schon wieder einen Punkt gleich voll. Interesse an einer Forzaton Live-Veranstaltung, die gleich beginnt? In 200 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Ne, Forzaton machen wir jetzt mal rein.
Da gucke ich mal, dass ich das im freien Fahren immer mal aufnehme und dann zusammenschneide als eine Folge. So, hier ist ein Schild. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Solo, ja. Bamburg-Küste. Ja, wir erhöhen es jetzt mal, dann fahren sie uns wieder weg. Womit mir noch weiter auf den Keks geht mit dem Müll. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir doch noch relativ gut vorne reinkommen. Ich habe gedacht, wir fahren jetzt hier im schönen Mittelfeld bis zum Ende. Na, das schaut doch gut aus.
Okay, das ist die letzte Runde der Horizon-Straßenrennserie. Danach schwebt mir etwas anderes vor. Etwas Größeres. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Links abbiegen.